Hallo und herzlich willkommen. Heute das Projekt. Wir zeigen euch die ganzen Ingame-Rezepte von H1Z1. Wir fangen damit gleich an. Gehen auf Crafting. Und zwar die Animal Trap. Für die Animal Trap braucht ihr 4x Nägel, 4x Woodplanks und einmal Woodstick. So, den Backpack Frame übernimmt jetzt mein Sidekick, somit der Dennis. Und so werden wir es auch hin und her machen. Ein er, ein ich. Also, für den Backpack-Frame brauchen wir 3 Woodstick, 3x Nägel und 3x Metal Bracket. Genau. Und dann die Bandagen. Braucht ihr 2 Scrap of Clothes und könnt eine Bandage erstellen. Dann haben wir den Stacheldrahtzaun. Für den brauchen wir 4x Woodplank und 16x Metal Shard. Genau. Ihr wollt eine kleine Barbecue-Session starten, braucht natürlich auch einen Grill dafür. Somit 8 Scrap Metal und 3 Metal oder 3 Pipes und der Grill ist euer. Dann haben wir ein Basic Shack, das ist eine kleine Hütte. Dafür brauchen wir 20 Woodplank und 10 Woodstick. Genau, und um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen, brauchen wir natürlich auch eine Tür dafür. 5 Woodsticks und 3 Woodplanks. Wollt ihr mit dem Auto rumfahren, braucht ihr natürlich Benzin, Biofuel. Brauchen wir eigentlich nur einmal Animal Fett, Tiere erlegen, wie Wölfe oder Bären. Kleiner Tipp. Und die dann mit dem Messer. Genau. Kleiner Tipp, wenn ihr schon ein Auto habt mit ein bisschen Sprit, einfach mit Vollgas drüber. Ja. Mit einem Drück aufs Gaspedal gejagt und fett da. So, wir machen weiter mit Blackberry Juice. Einmal Purified Water, 5x Blackberries. Dann haben wir ein Bow Drill. Das ist ein Ersatz für ein Feuerzeug. Dafür brauchen wir einmal Scrap of Clothes, ein Woodstick und ein Woodplank. Genau, um das Ganze natürlich auch anzünden zu können, brauchen wir ein Campfire. Da brauchen wir einfach 2 Woodlock, heißt einfach mal einen Baum fällen, habt ihr Woodlock. Dann haben wir einmal Kaffee, dafür brauchen wir einmal Ground Kaffee und einmal Purified Water. Genau, Kaffee findet ihr im Prinzip in jedem Supermarkt, in der Fire Station und Purified Water, ja, abkochen und gut was. Kaffee mit Zucker gibt es natürlich auch, schmeckt natürlich auch ein bisschen besser. Somit, wir nehmen einmal Päckchen Zucker und einmal Kaffee. Dann haben wir ein Combat Knife, ideal zum Tiere ausnehmen. Dafür brauchen wir ein Metal Sheet und einen Woodstick. Genau, und dann haben wir, um das Ganze auch ein bisschen schmackhaft zu machen, einen gekochten Hasen. Dafür braucht ihr einfach nur Hasenfleisch. Könnt ihr mit den oben gezeigten Animal Traps auch fangen. So, dann kommt das erste Item für eine Basis, und zwar die Deck Foundation. Dafür brauchen wir 4 Woodlock, 16 Woodplank, 8 Metal Bracket und 20 Nägel. Genau, einmal Deer Jerky, ihr habt ein Reh befahren, habt auch ein bisschen Fleisch von diesem Reh gekriegt, kriegt ihr mit einmal Fleisch vom Reh, Venison und Salt Packet. Dann haben wir Deer Scan, das benötigt man, um sich einzureiben und nach Tier zu riechen, damit die Rehe nicht so schnell abhauen. Dafür eine Deer Bladder, ein Scrap of Clothes. Genau. Deerblätter bekommt ihr auch von Rehen, wenn ihr diese ausnehmt. Genau, dann haben wir das Deersteak. Ganz normal wieder Deer Jerky, nur ohne Salz, einmal Fleisch und dann habt ihr das Steak. So, dann haben wir den Demolition Hammer. Dafür brauchen wir eine Pipe, um halt Sachen, die ihr gebaut habt, zu zerstören. Genau, den Dew Collector, um Regenwasser zu sammeln, brauchen wir 4 Woodplanks, 4 Woodsticks und ein Tarp. Kleiner Tipp. Seit dem 11.3., seit dem letzten Pet, hält so ein Dew Collector circa einen Tag. Geht lieber an den Brunnen oder ans Wasser und holt euch da das Wasser. Hält um einiges länger. So, dann haben wir ein First Aid Kit. Das pusht natürlich eure Gesundheit. Dafür brauchen wir eine Saline und ein Bandage. Genau, und die Flare, damit ihr nachts auch was seht, kann auch als Not für ein Feuerzeug oder ein Bowtrail benutzt werden. Ihr könnt damit sogar ein Campfire anzünden oder sogar euren Grill. Ein Fertilizer, ein Scrap of Clothes und ein Päckchen Zucker. So, dann kommt der Furnace, um Sachen einzuschmelzen etc. Ein Metal Bracket und 8 Metal Scrap Metal. Genau, und dann kommt der Ground Tiller, was ganz lustig ist. Sieht im Boden aus wie so kleine Gräber praktisch. Ist aber da, um ja, Samen anzusehen, Maissamen zum Beispiel, dass man Mehl machen kann, brauchen wir einen Woodstick, eine Pipe und 4 Metal Shards. Dann kommt Gunpowder an die Reihe, ein Fertilizer, einmal Kohle, ja. Ist eigentlich ganz einfach zu machen. Genau, ist eigentlich ziemlich einfach zu bauen. Fertilizer, wie gesagt, findet ihr zu Hunderten in, wie heißt die Stadt? Nicht Blackberry.
Nein, nicht Blackberry, Cranberry. Ja, Granberry, irgendwas mit Berry halt. Kohle kriegt ihr übrigens, wenn ihr Bäume fällt, dieses Woodlock dann praktisch ins Feuer schmeißt, dann kriegt ihr Kohle dafür. Dann haben wir Hammer, ja, braucht man zum Reparieren der Base, einmal Woodstick, einmal Metalbar. Und dann eine Handschaufel, ein Woodstick, ein Metal Sheet. Damit kann man zum Beispiel Löcher im Boden machen, wo man Sachen verstauen kann. Aber seit dem letzten Patch geht das leider nicht mehr in den Basen. Genau, dann haben wir die IED. Das ist eine Landmine mit ja, 15 Sekunden Zünder. Da braucht ihr einfach eine Landmine und einen Scrap of Clouds und ein Feuerzeug zum Anzünden. So, dann haben wir einen improvisierten Kompass. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Kompass habt und die Himmelsrichtung wissen wollt, einmal Metal Shard, einmal Purified Water. Genau, ihr seht das bei mir rechts oben. Ich habe einen richtigen Kompass, das sieht Süd-Südwest. Bei einem improvisierten würde in dem Fall jetzt nur Südwest dran stehen. Ist also ein bisschen ungenauer, aber ist halt auch improvisiert. Jetzt kommen wir zur Landmine. Einmal Gunpowder, einmal Metal Shard und einmal Metal Sheet. Und die Landmine ist euer. So, dann das nächste Item für die Base, ein Large Shelter. Brauchen wir 8 Wood Plank, 8 Metal Sheet, 16 Nägel und 8 Metal Bracket. Genau, um ein bisschen bewaffnet zu sein, auch unterwegs. Eine Machete, zwei Woodplank, zwei Metal Sheet ist ziemlich schnell gebaut. Ja, du bist dran. Ich habe Machete gesagt, du bist dran. Achso, okay. Dann kommt die Die Machete. habe ich schon gesagt, die Machete. Ja, achso, ja, Ja. ich bin ein bisschen verwirrt Ja, heute. ja, ja, ja. Im Übrigen könnt ihr ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn Micha sagt genau, könnt ihr dann ein Trinken. Macht Genau. bestimmt Spaß. Ist fast so lustig So. wie in CSI Miami, wenn er die Brille aufsetzt. Genau. So, dann haben wir ein Makeshift Bow, einfach ein normaler Bogen, einmal Square of Clothes, einmal Woodstick, einfach ganz einfach. Genau, der erste Bogen, den ihr praktisch herstellen könnt. T-Shirt zerreißen und Woodstick aufsammeln, habt einen Bogen. Die Makeshift Hatchet, die erste Axt, die man selber herstellen kann. Ein Woodstick, ein Scrap Metal, ziemlich fix gemacht. So, einmal Metal Bar. Einmal Scrap Metal oder, wie wir euch schon gezeigt haben, in einem Furnace irgendwelche Waffen, die ihr nicht mehr braucht oder die halt fast kaputt sind und ihr die nicht reparieren wollt. Einfach die Waffe in den Furnace, bekommt ihr Metal Bar raus. Genau, ein Metal Bracket, ein Winkel, braucht man für viele Sachen. Mit einmal ein Scrap Metal, habt ihr einen Winkel. Dann haben wir eine Metal Door, zwei Metal Sheet, zweimal Metal Bracket. Genau, die könnt ihr übrigens auch nur an Metallsachen ranbauen. Ihr könnt sie an einen Large Shelter oder einen normalen Shelter ranbauen, aber halt nicht an diese wunden kleinen Häuschen. Ja, geht nicht. Somit Metal Gate. Ja, die Tür für eure Basis ist gebaut mit zwei Wood Planks, zwei Metal Bracket und zwei Metal Sheets. Dann kommt Metal Shard, ist einfach ganz einfach, ein Scrap Metal klein machen. Genau, und dann habt ihr schon die ersten kleinen Splitter. Ein Metal Sheet, ein kleines Häuschen. Da kann man keine Tür ranbauen übrigens. Wenn ihr euch denkt, ihr könnt da wunderschöne Tür ranbauen, vergesst es. Sechs Metal Sheet und vier Wood Planks und das Ding ist euer. Aber ihr könnt mit der Handschaufel da drin Löcher graben. Dann haben wir Metal Sheet, findet ihr eigentlich an jeder. In Autos, in, sag ich jetzt mal, Baumärkten. Aber kann man sich auch herstellen mit zweimal Metal Bar. Genau. Dann die Wall zur Base. Wir haben vier Wood Planks und vier Metal Sheet und ihr habt die erste Wand. Dann kommen die Nägel dran. Ganz einfach einmal Metal Shard, habt da viermal Nägel. Ja, einmal Pipe mit zweimal Metal Sheet oder ihr geht in den nächsten Baumarkt, da findet ihr 10.000 Pipes. So, dann haben wir die Punji Sticks. Die sind ganz wichtig, zum Beispiel wenn ihr ein Auto auf die Seite gelegt habt oder auf den Kopf. Das werden wir aber euch noch im anderen Video zeigen. Die Punji Sticks benötigen einfach nur 8 Woodsticks und Wenn einen scharfen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Messer oder eine Axt, damit ihr diese auch klein hacken genau, könnt. wenn ihr so Fahrer habt wie zum Beispiel Dennis, dann sind die Genau. Punchy Sticks sehr wichtig. Ich So. bin ein Stuntfahrer, Ja, macht aber nichts. genau. Purified Water, ganz einfach. Einmal abgestandenes Wasser oder Stagnant Water. Dann habt ihr im Prinzip das Rezept für gekochtes Wasser, abgekochtes Wasser.
Genau, dann kommt Rabbids Stew, gibt euch natürlich viel Leben und also Energie und Hydration wieder. Benötigt ein Paket Salz, einen gekochten Hafer und ein Purified Water. Genau, die Richard Light habe ich mir persönlich noch keine Verwendung dafür gefunden, dass ich es irgendwo aufbauen konnte. Soll angeblich dazu da sein, dass man ein bisschen Licht irgendwo reinkriegt. Habe ich aber, wie gesagt, nirgends hinbauen können bis jetzt. Brauche ich eine einfach eine Autobatterie und vom Offroader die Headlights. Dann die Saline braucht man zum Beispiel zum Herstellen der First Aid Kits. Einmal Purified Water und einmal Salz. Genau, ein Satchel, der erste Rucksack, den ihr euch selber craften könnt. Mit 6x Scrap of Clothes könnt ihr das natürlich auch machen. So, dann haben wir ein Shack. Das ist eine kleine Hütte, die auf Stelzen steht. Auch da könnt ihr eine Holztür dran bauen. Wie gesagt, Holztür, keine Metalltür. Brauchen wir 8x Woodplank, 2x Metal Sheet und 16 Nägel. Genau, den ersten Shelter, das heißt die kleine Version des Shelters, baut ihr mit 8 Woodplanks, 8 Metal Sheet und 16 Nägel. Dann haben wir nochmal eine Small Shack, also nochmal eine kleinere Version des Shacks. Brauchen wir 4 Woodplank, 2 Metal Bracket und 4 Nägel. Die Smoke Flare, ganz wichtig, wenn ihr euch vielleicht im PvP irgendwo verpissen wollt sozusagen. Ein Fertilizer, ein Scrap of Clothes und ein Päckchen Zucker und ihr könnt es machen. So, dann kommt eine Falle. Diese bauen wir mit einmal Metal Sheet, 8x Metal Shard. Ich persönlich habe die jetzt noch nie ausprobiert. Du? Nö, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe noch keinen erwischt, wo der reingelaufen ist. So, Storage Container. Das ist ganz wichtig, dass natürlich euer Zeug, was ihr geformt habt, natürlich auch irgendwo verstauen könnt. Das heißt, in diese Large Shelter, in den normalen Shelter, könnt ihr diese Storage Container überall hinstellen. Ihr könnt sie leider nicht mehr aufeinander stellen, ihr könnt sie nur noch nebeneinander stellen. Mit 6 Wood Planks, 4 Metal Bracket und 4 Nägel könnt ihr das natürlich auch tun. So, dann kommen die Struktur Stairs. Das nicht zu verwechseln mit den Upper Level Stairs. Diese Strukturstairs könnt ihr nur auf der Foundation bauen, nirgendwo anders. Dafür benötigt man 8 Woodsticks, 8 Nägel, 8 Woodplank und 4 Metal Bracket. Den Survival Boss gibt euch ein bisschen mehr Energie und Hydration, genauso wie der Rapid Stew mit Purified Water, Rolls, Sliced Beets und ein Päckchen Salz habt ihr den auch. So, dann kommt Swizzle dran. Das ist eine kristalline Substanz. Bringt euch einfach nur ein bisschen, wie heißt das jetzt? Ich komme jetzt nicht drauf. Energie, Stamina auf gut Deutsch. Stamina, genau. Genau, das heißt, Stamina, damit könnt ihr halt ein bisschen schneller laufen und kriegt halt ein bisschen mehr Ausdauer dabei. Genau, ihr kriegt einen kleinen Buff sozusagen und mit diesem Buff lauft ihr, beziehungsweise ihr rennt, auch ohne dass ihr die Renntaste drückt, rennt ihr. So, Päckchen Zucker, All-in-One Medicine und Purified Water und ihr könnt das Ding herstellen. Die Fackel, ganz wichtig für nachts, für kleine Ausflüge unterwegs. Einmal Animal Fat, ein Scrap of Clothes und ein Brunch. Den Brunch findet ihr, wenn ihr Glück habt, ich habe das meistens nicht, bei Blackberries. Einfach Blackberries farmen, dann kriegt ihr einen Brunch. Wie gesagt, ich habe das Glück nicht. Dennis kriegt sofort einen Brunch. Ich habe, was weiß ich, 80, 90 gefarmt. Ich habe keinen gekriegt. Konnt es gekonnt. Yes. Dann haben wir ein Upper Level Large Shelter. Oder? Ja. Upper Level Large Shelter. Ja, steht dran. Dafür brauchen wir 16 Nägel, 8x Metal Bracket, 8 Woodplank und 6 Metal Sheet. Genau. Denn diese Container könnt ihr nur auf andere Container setzen. Also die sind jetzt nicht dafür gedacht, dass er die Foundation baut und die auf die Foundation. Dafür sind die normalen Shelter da. Mhm. So, das Ganze gibt natürlich auch in klein. Das heißt, der Upper Level Shelter, der kleine Shelter, sind 16 Nägel, 8 Metal Bracket und 6 Metal Sheet. Genau. Das, ich habe auch genau gesagt. Mhm. So, dann kommen die Upper Level Stairs. Diese könnt ihr auf, wie zum Beispiel diese Large Shelter, auf die Shelter setzen. Nur halt nicht auf die Foundation. Das ist halt der Unterschied.
Dafür brauchen wir 8 Nägel, 4 Metal Brackets, 8 Wood Stick und 8 Wood Plank. Die Upper Metal Wall könnt ihr auf die untere Wand oder Metallwand von eurer Foundation setzen. Einfach oben drauf, rastet automatisch ein. 4 Metal Sheet und 4 Wood Planks. Dann kommt Wolf Stake, wie der Name schon sagt. Ihr haut einen Wolf um, nehmt den aus, bekommt das Fleisch, Wolf Meat und einfach in den Grill hauen könnt ihr genau. Wolf Steak machen. Mhm. Die Wood Planks kriegt ihr durch Wood Log, das heißt einmal Baum fällen und diesen praktisch klein machen. Braucht ihr auch eine Axt dazu, beziehungsweise ein Messer, ein scharfes Tool einfach, und sonst könnt ihr die Wood Planks herstellen. So, dann ist der Wooden Spear. Dafür brauchen wir einmal Metal Shard und ein Branch. Wie gesagt, Branch einfach über die Blackberries laufen, einsammeln und dann ab und zu kommt ein Branch raus. Genau, diesen Speer könnt ihr auch werfen, danach ist er aber weg. Der packt dann praktisch irgendwo rein und dann ist er weg. So, die Woodsticks, ja, Woodsticks kriege ich durch Wood Plank. Das heißt, wenn ich die bei mir gefällt habe, Woodplanks hergestellt habe, kann ich natürlich auch Woodsticks herstellen. Ich kann natürlich einfach durch den Wald laufen und mit einem Woodstick auf Farm. Das geht natürlich um einiges schneller. So, dann wie gesagt, Wooden Arrow, die Pfeile für euren Bogen. Mein Gott, schweres Wort heute. Mhm. Einfach ein Woodstick und dann könnt ihr die Wooden Arrow craften. Genau, Wooden Barricade. Ihr könnt Fenster von Gebäuden praktisch damit versiegeln, dass man da nicht reingucken kann bzw. reinspringen kann mit 4 Nägel und 2 Woodplanks. Türen auch übrigens. Türen geht auch, stimmt. So, dann haben wir den Wooden Bow. Das ist der bessere Bogen von beiden. Brauchen natürlich als extra ein Spool of Twine, 2 Woodstick, ein Scrap of Clothes. Wie gesagt, dieser Bogen ist besser als der andere. Ja. Den, ich würde mal diesen herstellen. Genau, die Pfeile fliegen einfach weiter und hat auch, der Zug ist einfach höher, das heißt, ihr macht ein bisschen mehr Schaden damit. So, die Wooden Door, das heißt, eine Holztür, ihr könnt natürlich alles, was aus Holz ist, auch mit der Tür versiegeln. So mit 2 Nägel, 4 Woodplanks, 2 Metal Bracket und ihr habt eine Tür. Und als letztes haben wir den Schraubenschlüssel, den Wrench, um Autos zu reparieren. Dafür benötigen wir einen Woodstick und 2x Metal Bar. Genau, und schon sind wir durch mit unseren ganzen Rezepten. Mehr Rezepte gibt es momentan nicht wirklich in Heinz. Es gibt noch das Rezept mit Mehl, dass man zum Beispiel Brot backen kann. Wir hatten das Problem aber, dass wir hatten Mais angepflanzt und ja, es ist einfach weggepackt. Wir haben es angepflanzt, es ist gewachsen, wir wollten es anklicken und es war weg. Somit können wir das Rezept leider nicht zeigen, aber es gibt im Prinzip auch noch die Möglichkeit, ein Brot bzw. einen Kuchen zu backen oder zum Beispiel das Fleisch auch irgendwie in ein Brötchen zu backen. Geht alles. Ihr könnt auch Moonshine herstellen, das heißt, ihr könnt ein bisschen Alkohol brennen. Im Prinzip, sobald wir es hingekriegt haben, diese Pflanze zu ernten, werden wir dieses Rezept natürlich auch zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einfach einen Kommentar in die Kommentare rein. Wir werden natürlich in die Info auch noch alle Rezepte einmal fein säuberlich aufschreiben, damit auch jeder nicht immer das Video angucken muss oder halt bis dahin vorspulen muss, werden wir diese Rezepte auch eintragen. Genau, das werden wir dann noch machen. Ansonsten, wenn euch die Serie gefällt, wenn euch das Spiel gefällt, alle Sachen sind unten in den Kommentaren. Ein Daumen nach oben würde uns sehr helfen, dass uns ein bisschen supportet. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.